bereits wieder unterwegs und relativ verpeilt, einfach nur gestern fast um Mitternacht angekommen, schlafen gegangen und dann heute jetzt, nachdem die Fahrzeuge dann vollgeladen sind, direkt wieder los und leer fahren, damit wir die Ladezeit wieder nutzen können zum, ja, erstmal morgens klarkommen, ein bisschen was frühstücken und so. Das heißt, aktuell geht unser Plan noch voll auf, dass wir wirklich die gesamte Zeit entweder fahren oder laden und eben die Ladezeit durch die AC-Ladung, dadurch, dass es ein bisschen länger dauert, komplett nutzen, um das für die Übernachtung zu nehmen oder eben um Sachen zu erledigen, zu arbeiten, zu essen, zu schlafen, was auch immer. Das geht momentan sehr gut auf, hätte ich nicht gedacht. Das heißt natürlich, dass wir uns immer den Wecker stellen, sobald das Auto voll ist, geht es weiter. Dabei springen aber dann doch 6 Stunden Schlaf heraus, wie heute, oder ich glaube, es waren sogar fast 7. Also alles gut. Und ja, können soweit berichten, dass alles nach Plan läuft. Aber wie gesagt, jetzt bei der Hinreise, ihr werdet kaum was jetzt von der Strecke sehen, außer meine Mitschnitte von der Kamera. Da, ja, wir einfach nur mit Fahren oder Laden beschäftigt sind. Und jetzt geht es auch direkt von Pineda del Mar weiter und wir fahren einfach Richtung Süden, bis wir erstmal, ja, vielleicht eine Stunde weg haben und dann die Zeit wieder zum Laden nutzen können. Und dann geht es weiter, nur einen kurzen Stopp. Wir müssen heute noch ordentlich Strecke machen, denn eigentlich müssten wir heute schon ja, in die Nähe von Gibraltar kommen, um morgen am Mittwoch die Fähre nach Marokko zu nehmen.
Hallo aus Cambrils. Wir haben uns gerade einen weiteren Platz genommen, um hier kurz Pause zu machen. Wir sind jetzt seit dem Morgen schon eine ganze Weile wieder unterwegs gewesen. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Kilometer, so 100 oder 150 haben wir jetzt bestimmt schon. Man merkt, wir sind im Süden, es sind überall Palmen. Und ja, wir laden jetzt kurz auf, machen nebenbei ein bisschen Businessarbeit, ein paar Calls, ein bisschen arbeiten, muss auch mal sein. Geht leider ganz schön unter bei der ganzen Fahrerei. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil wir doch noch einiges schaffen müssen heute. Deshalb leidet leider der Content darunter und ich werde euch nicht zu viel noch zeigen können. Aber ihr seht ja die Fahrt im Mitschnitt und könnt das Ganze so ein bisschen mitverfolgen. Ziel ist, heute Abend tatsächlich Algeciras zu erreichen, das heißt unten schon am Ort, wo die Fähre startet, dann die Überfahrt zu planen, damit wir möglichst morgen schon in Marokko ankommen können. Ich hoffe, das klappt alles. Genau, müssen wir mal sehen, wie das geht. Mit Ladesäulen haben wir tatsächlich gar kein Problem. Also wir haben jetzt hier auch gerade wieder die Möglichkeit gefunden, direkt zu laden. Hier sind verschiedene Möglichkeiten von allen möglichen Steckern, CharDemo, Typ 2 und CCS. Alles ist irgendwie vorhanden. Das geht ganz gut und da hat eigentlich bisher alles geklappt mit der normalen App, die wir auch in Deutschland nutzen. Also NBB ist das in diesem Fall, die Mobility Plus App, und das hat bisher immer funktioniert, dass wir da auch entsprechend die Säulen nutzen konnten. Ich glaube, ein-, zweimal war es, dass wir da eine andere App genutzt haben, aber es gibt ja so viele. Letztendlich funktioniert eine dann immer. Genau, jetzt werde ich erstmal frühstücken. Es ist jetzt schon, ich glaube, 10 Uhr oder so. Wir haben halt die Zeit ein bisschen genutzt, um laufen zu gehen und ein bisschen Frischmassen machen. Ich meine, wir sind halt direkt verschlafen losgefahren und werden jetzt alles andere beim nächsten Ladestopp erledigen. Also jetzt. Hier ist dann noch ein Parkplatz extra für die LKW. Die müssen dann natürlich über den Schotter erstmal raufkommen. Und ja, ist eigentlich ganz entspannt hier. Die Tankstelle ist gar nicht allzu sehr besucht und hier sind sehr viele Ladesäulen. Wie üblich steht da eigentlich fast nie jemand, weil es hier dann doch in Frankreich und Spanien deutlich weniger E-Autofahrer gibt, gefühlt. Aber bin mir nicht sicher. Man sieht dann doch schon, wie da zum Beispiel ab und zu Tesla oder NIO oder irgendwas. Aber die Ladesäulen sind immer leer. Also es ist dann doch noch irgendwie die Minderheit, die das hier nutzt. Aber umso praktischer. Hier sind ja nun genug vorhanden. Meistens ist es aber auch eine Doppelladesäule und dann können wir da natürlich auch immer gleich zu zweit beide vollladen. Und das macht es ganz einfach. Hier gibt es auch verschiedene Anbieter, also beziehungsweise derselbe Anbieter, aber verschiedene Lösungen hier für AC-Laden rechts und links an der Seite. Und hier gibt es dann noch die größeren Kästen, da kann man dann wählen zwischen CCS und CharDemo. Hier auch, und bei mir steht einer, der alle drei hat, also der auch noch AC laden kann. Und den habe ich mir geschnappt. Da sieht man dann immer hier die drei Anschlüsse. Und ja, am einfachsten ist es einfach über seine normale App erstmal zu probieren. Also die NBB-App in diesem Fall habe ich geöffnet, die Ladesäule angewählt. Und dann braucht man nur den Stecker auswählen, also den Anschluss, den man haben möchte. In diesem Fall eben AC. Und gegebenenfalls noch die kleine ID-Nummer hier auf der linken Seite da eingeben oder den QR-Code scannen. Und dann ist man schon verbunden. Und dann ganz einfach am besten im Auto schauen, ob es denn dann auch lädt, und dann war es das schon. Ja, so sieht das aus. Ein bisschen Bewegung könnte ich noch brauchen, aber ich muss jetzt erstmal noch ein bisschen arbeiten und dann geht's später weiter.
ich habe gerade noch mal versucht, eine Prepaid-Karte zu bekommen. Da das mit dem Internetanschluss ist es am 6., also in, jetzt muss ich überlegen, 5 Tagen glaube ich, vorbei mit dem Internet. Dann läuft mein Prepaid-Tarif aus, der 4 Wochen gültig war. Und den muss ich natürlich noch verlängern, damit ich in Marokko dann auch wirklich noch weiterhin Internet habe. Jetzt habe ich gerade versucht, hier an der Tankstelle eine Prepaid-Karte für den entsprechenden Betrag zu bekommen. Aber die haben verneint, es ist eine große Tankstelle und auch bekannt, dieses Chepsa. Das findet man überall in Spanien. Und ja, habe jetzt gerade mal versucht, irgendwie eine Karte zu bekommen, aber nichts zu machen. Das heißt, wenn ihr nicht abhängig sein wollt von irgendwas, dann kümmert euch rechtzeitig darum. In Frankreich habe ich es gar nicht versucht. Es müsste eigentlich online gehen, deshalb war das jetzt hier gerade nochmal so ein Versuch, ob ich eventuell so eine Prepaid-Karte einfach kaufen kann und dann aufladen, weil das online irgendwie bei mir abgebrochen war. Lastschrifteinzug hat nicht ganz funktioniert, aber ich konnte jetzt eine Option aktivieren, dass es automatisch aufgeladen wird, wenn das Guthaben nicht reicht. Mit den hinterlegten Bankdaten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann den verspäteten Lastschrifteinzug haben und hoffe, dass das alles hinhaut, dass ich auch weiterhin Internet habe. Die Ladeplätze sind übrigens immer ganz leicht zu finden, indem ihr einfach den grünen Flächen folgt. Die sind eigentlich immer sehr deutlich und da findet sich dann auch immer direkt die Ladesäule. So, wir haben die Zeit hier gut genutzt, haben mal ordentlich gearbeitet in Ruhe hier auf dem Platz, weil man hier zwar gut angebunden an die Autobahn ist, aber doch seine Ruhe hat und hier einfach mal ganz gut versorgt ist mit Tankstelle und Kaffee auf dem Rastplatz hier. Und der sieht relativ voll aus, die Parkplätze sind alle belegt, es geht aber, es ist eigentlich gar kein Trubel, die Leute verschwinden dann irgendwie irgendwo hin, ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube, hier ist ein Industriezentrum oder so. Irgendwie sind die dann alle relativ schnell weg. Die Tankstelle ist auch nicht so belegt. Ab und zu gibt es hier ein paar LKWs, die hier durchfahren. Und dann ist auch schon wieder Ruhe. Und ja, wir haben am Ende des Platzes unsere Ruhe und können da eben ganz locker arbeiten mit gutem Internetempfang. Das war früher auf dem Platz auch nicht so. Also, ja. Doch alles wieder unterschiedlich, wo der Empfang am besten ist oder wo es mal wieder schlechter ist oder irgendwie dann so ein bisschen der Empfang ausfällt. Das ist dann schon echt ein bisschen anstrengend, weil man dann nichts hochladen kann oder nicht speichern kann oder wie auch immer. Dann heißt es besser weiterfahren. Natürlich blöd, wenn man zu der Zeit einen Call hat oder irgendwas und dann eben dass man nicht so eben abbrechen kann. Aber was soll man machen? Internet ist halt für uns mittlerweile relevant und können wir dann nicht ändern. Aber bisher hat alles ganz gut geklappt. Jetzt zieht es hier sich so ein bisschen zu. Wir sind mit Arbeit fürs Erste erstmal durch, fahren jetzt unsere Akkus wieder leer, sind jetzt währenddessen fast ganz voll aufgeladen und dann schauen wir mal, bis wohin wir so kommen.